Sersen, hier ist der Tommy von der Musikboutique. In dem Video möchte ich euch die Camo Memphis Standard vorstellen. Die Camo Guitars werden vom Mo in Berlin komplett per Hand gefertigt. Er baut also nicht nur Korpus und Hals selber und lackiert, sondern er macht auch die Pickups selber. Das allein wäre schon ein mehr oder weniger Alleinstellungsmerkmal. Aber die Gitarren sind also von der Optik her irgendwie ein bisschen bekannt, aber doch sind es Eigenkreationen. Es steckt sehr viel Liebe zum Detail dahinter. Es sind, außer dass er, was er selber macht, eh schon hochwertige Hölzer und so weiter und die Pickups sehr hochwertige Parts auch verbaut. Also hau da nicht irgendwelches billiges China-Gelump drauf. Kommen wir aber einfach mal zu den Specs. Also wir haben eine Solid Body Gitarre mit zwei Tonabnehmern. Am Hals vorne hat sie den Single Coil und hinten MP90. Sind beides eher Vintage Tonabnehmer. Der Body ist aus einem Stück Mahagoni gefertigt. Die ganze Gitarre ist in Satin gehalten. Man hat ja immer die Möglichkeit bei Camo entweder Hochglanz oder Satin oder auch eine Mischung, dass man sagt, hochglänzende Decke, matten Korpus. In dem Fall sind wir komplett matt unterwegs. Die Decke ist in British Racing Green lackiert. Man kann auch so die, ich hoffe, man kann das im Video erkennen, so die Maserung des Mahagonis schön durchsehen, weil es eine ganz dünne Nitro-Schicht nur ist. Wir haben eine 4-Punkt-Halsverschraubung. Der Hals selber ist aus einem Stück Roasted Maple. Dann bleiben wir mal hinten. Die Mechaniken sind geschlossene von Cluson in Chrome. Wir haben hier das mit Palisander abgesetzte Logo auf der Kopfplatte. Auch die Kopfplatte finde ich optisch wirklich sehr gelungen. Der Sattel ist aus Knochen. Das Palisander Griffbrett hat 22 Medium Jumbo Bünde von Wagner eingesetzt. Seitliche Markierungsdots. Auf dem Griffbrett selber haben wir keine Markierung. Der Halsstab ist hier unten am Ende vom Hals zugänglich. Da braucht man auch keinen Imbus oder sonst irgendein Spezialwerkzeug, sondern kann man auch mit einem Dreier Imbus rein und nach vorne und hinten den Hals einstellen. Die Brücke ist von Goto. Wir haben CTS-Potties verbaut, ein Master-Volume, ein Master-Tone, ein Dreiwegschalter für vorne, beide hinten. Der ist von Oak. Und eine Switchcraft Output-Buchse. Der Hals ist angenehm dick, ist kein super Vintage, hat auch kein V-Profil oder so. Man nimmt ihn in die Hand und das passt einfach. Die Gitarre ist insgesamt sehr leicht, wiegt 2,95 Kilo. Resoniert durch die Auswahl der hochwertigen Hölzer und irgendwie schafft das auch, dass er die richtigen Hölzer von Hals und Korpus sich auswählt. Also die resoniert wirklich wie die Sau. Das ist Wahnsinn. Sonst ist zu der Gitarre nicht viel zu sagen. Saiten werden von hinten durchgefädelt. Ist im Prinzip so ein bisschen telemäßig angelehnt, auch vom Sound her, weil wir jetzt gleich sehen. Also schön schneidend. Durch den Mahagoni-Body hat sie aber ein bisschen mehr Mitten und wegen mehr Wärme als eine typische Tele. Auch von der Korpusform her ist es natürlich keine Tele, aber es geht so soundmäßig ein bisschen in die Richtung. Und das hören wir uns jetzt mal an. Ich werde die Gitarre jetzt einfach mal durch ein paar verschiedene Amps jagen, dass ihr auch die Vielseitigkeit der Gitarre hören könnt, mit was die alles zurechtkommt. Wir fangen also clean an mit Jazz-Chorus, gehen über Bassman, Vox AC30 bis hin zu Marshall. Ich werde immer erst den Hals-Pickup, dann beide und dann den Bridge-Pickup vorstellen. Das Ganze immer Volume und Tone voll offen. Und ich kasse mich furz. Musik
Also ihr seht, nicht nur optisch, sondern auch klanglich sehr ansprechende Gitarre. Fasst sich unheimlich gut an. Durch das geringe Gewicht liegt sie gut in der Hand. Die Mensur, das hatte ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen, hat in dem Fall 635 mm und der Radius vom Griffbrett ist 12 Zoll. Durch die 12 Zoll kann man die wirklich sehr niedrig einstellen, ohne dass es schnarrt. Also mal wieder Meisterstück vom Meister Mo aus Berlin. Kompliment. Ich habe euch die Gitarre mal unten zu unserem Online-Shop verlinkt. Da könnt ihr die ganzen Specs und so weiter nochmal nachlesen, euch noch ein paar Bilder anschauen. Schaut auch mal in unserer Playlist E-Gitarren. Da haben wir noch ein paar andere Camo-Gitarren reviewed. Da könnt ihr mal schauen, was der Mo so alles baut. Also ist wirklich sehr vielseitig, bleibt aber trotzdem seinem Stil irgendwie treu. Äußerst sympathischer Typ. Super geile Gitarren, check die mal aus. Dann danke fürs Zuschauen, freue mich bis zum nächsten Mal. Bis dahin bleibt geschmeidig. Servus.